Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind immer noch in dem Gebiet, in dem es nur so von Riesensterne wimmelt und wir haben auch noch zu tun. Ich habe noch einige Bookmarks gesetzt, das ist alles mögliche. Rote Riese, ich glaube ein paar Orangen eventuell, wenn ich den jetzt schon abgeflohen habe. Kohlenstoffsterne. Also wir haben definitiv einiges zum Scannen. Ansonsten, was Hanna was verpasst? Ich glaube, ich bin mir jedenfalls, ich habe auch diverse Sterne abgegrast, hier auch Riesensterne. Ich habe mittlerweile schon wieder so viel rote Riese gescannt. Das war der Hammer. Und das Beste, was ich gefunden habe, das war ein System, dort waren zwei orangene Riese drin. Das war geil, das hatte ich auch noch nicht. Die waren. Boah, ich glaube beide so 36 Sonnenmasse, das war schon recht cool. Das war so das Haupt. Ansonsten, ja, einiges auch an Planeten gescannt. Ist immer mal was dabei, so wie der hier. 7000, ja komm, da sind wir. Ach, Moment, wir wollen noch gucken, was haben wir dann überhaupt hier? Was bist denn du? 30 Sonnenradio, okay, der ist normal. So, dann, ja, irgendwie kommt das relativ häufig vor, dass man hier so, guck mal hier, das sind alles Riesensterne. Der hier, dieser rote und der rote, also ihr seht schon, das ist schon, das ist der Hammer hier. Genau. Also das kommt recht häufig vor, dass man hier so Riesensterne hat, oder Riese und ein paar M-Zwerge, um die dann die interessante Planete kreisen. Also das ist jetzt schon öfters vorkommen. Und wir können doch gerade mal gucken. Ich glaube, wir haben irgendwas verpasst. So. Oh Mann. So kenne ich schon einiges nicht. Wow, Moment, ich muss gerade mal gucken. Da haben wir einiges verpasst. Ich habe echt lange nicht geguckt. So kann man die Geschwindigkeit runterregeln, dass ich mal vorbeirase. Das muss ich mir jetzt doch mal anhören. Oder mir lesen wir grob drüber. Imperium geht hart gegen Malinisten vor. Achso, die Terrorgruppe da. Das Imperium rief einen Ausnahmezustand aus, Ausgangssperre. Achso, okay. Die örtlichen Sicherheitskräfte wurden durch Militärtruppen des Imperiums ersetzt. Okay. Die gehen hier richtig ab. Die Resultate der Formel bestätigen, dass ein Großteil der Zerstörung der Station von kaustischen Targoiden-Enzymen verursacht wurde. Fortgeschritten im Design, jedoch definitiv Menschen konstruiert. Okay. Aha. Drin geschmuggelt und remote gezündet. Okay, interessant. Neue Sternenhäfen sind betriebs. Ah! Ja, genau, stimmt. Das war das Community Goal, wo als Ziel war, dass man Waren liefert, damit die Station gebaut wäre. Das ist cool. Das ist cool. Hat es Schwankungen auf dem Warenmarkt gegeben? Die Verfügbarkeit einiger Waren ist gesunken. Ah, okay, logisch, wir haben viel gebraucht, dann gibt es weniger und das, was es dann gibt, ist teurer. Interessant. Okay. So, ich würde sagen, jetzt gucken wir aber mal. Ja, es ist mal alles so knapp, dass ich es noch so höre. Mir scannet er da jetzt gerade wo. Ja, wenn ich das jetzt anschalte, dann, dann weiß ich ganz genau, wie es ausgeht. Ja, es kommt davon, wenn man so Partner nicht
drin guckt. Ich wollte es eigentlich in der letzten Folge immer mal machen, aber irgendwie habe ich es immer vergessen, komischerweise. Ja, da gab es was anderes zu erzählen. Naja. So, dann. Muss bestimmt du hin, ne? So Stern, der ist ein bisschen heller, also ein bisschen größeres Halo und so ein bisschen weiß-gelblich. Links oben momentan. Das was Besonderes ist, aber ich hätte noch kennen anderer Riese außer rote und orangene Riese auf der Karte gefunden. Momentan S-Sterne, klar. So also generell Kohlenstoffsterne, die sind auch so ein bisschen gelblich, die habe ich schon gefunden. Aber irgendwie so von einer anderen Sternenklasse bis jetzt noch nichts. Naja, auf jeden Fall, mir wäre mal eine Zeit lang auf der Do-Ebene bleiben und uns so langsam zu unserem nächsten Ziel in die Mitte vorarbeite irgendwie. Da mal schauen. Also auf jeden Fall, wer Riese Sterne will, gerne mal so 1000 Lichtjahre unter die Ebene, so ein bisschen Richtung Galaxienmitte und dann, dann findet er mehr, als er scannen kann. Also wirklich, das mit Rote Riese ist schon Hammer, wie viel es hier gibt. Zack. Oh ne, 6 Stück, das muss schon reichen. So, und dann müssen wir gucken, wohin. Denn hier habe ich schon. So, was ist denn so? Oh, guck mal hier. Ein S-Stern. Wow, okay, gut. Dann nehme ich doch. S-Stern nehme ich doch direkt. Doch, vor man nicht. Flieh mal hin. Das wäre, glaube ich, eh die Richtung gewesen, die ich wollte. So, das andere, was ich noch gefunden habe, das war, ach, das ist schwer zu erklären, das war, glaube ich, auch immer S-Stern oder im S-Stern, wo noch anderer Stern dabei war, ich weiß nicht, auf jeden Fall auch eigentlich eine erdähnliche Welt, die so Binärsystem mit Wasserwelt gebildet hat. Aber das Interessante war, ich bin dann halt da an die erdähnlich wieder rangeflogen, ein paar Bilder so mache und das war, hast du entdeckt? So, jetzt erscheint doch schon alles. Huch! Huch! Hier war ich schon. Hier war ich schon. Ja, du hast diesen Planeten erfasst. Okay, Zufall. Wow. Okay, muss ich doch mal mehr drauf achten. Also, genau. Ein erdähnlicher Planet, aber. Ja, guck mal hier, was wir hier wieder haben. Aber der hat so eine plastische, greifbare Oberflächentextur. Das war der Wahnsinn. Das habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Hier ist auch ein schwarzes Loch. Gucken wir uns das schwarze Loch mal an. Hm? Finde mal auch als interessante Sache. Das war echt der Hammer. Also, das hat so richtig. Also, da war es eher schon auf der erdähnlichen Welt mehr Land als Wasser. Zumindest in der Richtung, wo ich halt ankomme, bin. Das hat mich gewundert. Und dann, wie viel Farbabstufung auf dem Land war, das halt so richtig. Vielleicht war das von dem speziellen Licht oder war es ein Riesenstein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das hat richtig hammergeil ausgesehen. Sowas hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Das war schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und hier, ups, muss ich jetzt eigentlich wirklich ein bisschen aufpassen, weil ich bin hier schon teilweise übelster Zickzack geflogen, fahre Sterne anzufliegen und die abzuarbeiten. Da kann es, das ist mal schon mal passiert, bin ich wirklich dann diverse Mal noch in das System drin, wo ich schon war, weil ich vorher nicht geguckt habe auf der Karte. Eieiei.
So. 2, okay. Was haben wir dann hier? Ein schwarzes Loch mit 3,9 Sonnenmasse und noch ein F-Stern. Na gut. Nichts weiter. So, ein bisschen. So. Oje, oje, das war vielleicht zu viel. So, da ich eh in die Richtung will. Jetzt gucken wir an, hier haben wir schon wieder drei Stück. M5. M4. M4. Warte, ich muss doch die Richtung. Hoffe ich doch. Hier ist auch wieder einer. Hier ist. Ne, hol mal deine. Keine Ahnung. M5. M4. Neutronenstern. Du bist kein Neutronenstern. Ich will dich. M4, flieh mal doch mal hin. Flieh mal deine Mo an. Moment, warte, warte. Ne, das war der. Haben wir denn nicht schon wieder? Haben wir noch nicht. Alles gut. Wow. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht nah ran. Ach guck mal, das sind die rote Riese, die so aussehen. So. Aha, das ist mal interessant. So, dann schauen wir mal. 14. Okay, da müssen wir mal direkt weg. Und ich glaube hier, wenn ich aufnehme, konzentrieren wir uns am besten ab jetzt auf, wenn so roter Riese ist, dann sollte er doch bitte eine andere Spektralklasse haben. Die sind dann auch in der Regel größer. Also gucken wir mal, dass wir zumindest ins 2 oder 1 anfliegen. Okay, gut, natürlich, wenn wir zwischendrin nichts anderes haben, dann muss das natürlich so. Oh, okay. Eine Wasserwelt, 80.000. Okay, können wir dann hier eventuell die fehlende, na komm, die fehlende Dings hören. Gut, ich glaube, hier wären wir am Scannen irgendwie fertig. Ich habe es nicht geguckt, aber hier ist einiges, was doch potenziell in Frage kommen würde. Wow, also B3 bis B6. Mein lieber Gesangsverein. So, hier hätte man 29 Sonnenrad, hier bist du arm. Was bist du? Geologisch 18, ne, nicht so nah dran. Achso, 2,2 gehen nur. Hm. So, mal hier noch. Seit hier ist nichts Interessantes, aber hier komplett terraformierbar. Da, terraformierbar. Wasserwelt, wow. Okay, dann müssen wir wohl B2 bis 6. Dann gucken wir mal. B ist da ohne. Na, dann wäre es wohl am besten, wenn wir die 4er anfliegen. Ja, gucken wir mal. Dann nehmen wir in der Folge jetzt noch so viel mit, wie irgendwie geht. Alles packen wir eh nicht. Ja, zumindest können wir uns mal. Genau, das müsste doch passen. So, gehen wir nochmal ins Galnet und hören uns das an, was wir da dann übersehen haben. Das müsste eigentlich reichen für die 14.000. So, seltene Waren. Seltene Waren für Herold Dülwalds Trauerfeier geliefert. Pilotenvereinigung. Achtung an alle Kommandanten. Vorbereitungen für Gedenkfeier abgeschlossen. Die Beteiligung am Beschaffungsauftrag des Imperiums von seltenen Waren zu Ehren des jüngst verstorbenen Prinz Herold Duval war groß, für das sich die imperiale Familie bedankte.
Ngadandari Feueropale, Esu Seku Kaviar, Leafbrandy und Kamitra-Zigarren wurden anlässlich der Trauerfeier zum imperialen Palast auf Kapitol gebracht. Der Körper des Prinzen wird eine weitere Woche aufgebahrt bleiben, bevor dieser dann seinen letzten Ruheplatz in der Halle der Märtyrer findet. Piloten, die diese Waren ausgeliefert haben, können ihre Belohnungen ab sofort an Bord von Oderma Station im System Bahn entgegennehmen. Die Autorisierungen für das Akena-System werden bearbeitet und bis zum 3. Oktober 3306 automatisch verteilt. In Anerkennung dieser Errungenschaft gilt für Schiffe der Gutamaya Corporation ein 20%iger Rabatt vom 2. bis zum 9. Oktober 3306. Prinzessin Ashling Duval sagte gegenüber den Medien: Ich möchte allen für ihre Herzlichkeit in dieser schwierigen Zeit danken. Der Gedanke, dass mein Vater nie vergessen wird, hat mir viel Trost gespendet. Vorerst möchte ich betonen, dass ich jedwede Bemühungen, diese brutalen Terroristen, die für seinen Tod verantwortlich sind, zu beseitigen, voll und ganz unterstütze. Ich bitte jeden Staatsbürger dringend darum, dieses zerstörerische Dogma des Malinismus abzulehnen und für ein stärkeres Imperium zusammenzuarbeiten. Okay, also das war das Community Goal. Stimmt, da gab es ja Zugang zum Arsenal-System und Schiffe der Gutamaya Corporation, was sind das? Was sind das die? Was ist denn das? Was stellen die her? Sind das die Personenschiffe? Ne, das ist. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall 20% für die Schiffe. Wahrscheinlich sind denn das Systeme. Das ist nicht schlecht. So, warte mal, gucken wir mal, ne, dass wir da am Ziel heraus. Ne, da geht noch was. Da geht noch was, das kriegen wir noch hin. Ingenieur wird mit Terrorwaffen in Verbindung gebracht. Pilotenvereinigung, Achtung, an alle Kommandanten. Konflikt zwischen der Kälte im Empire League und der Euribia Blue Mafia im System Euribia. Die Sprengkörper, die in den jüngsten Terroranschlägen an vier Sternenhäfen des Imperiums zum Einsatz kamen, wurden mit Liz Ryder, einer Ingenieurin im System Euribia, in Verbindung gebracht. Der imperiale interne Sicherheitsdienst veröffentlichte folgenden Bericht. Die Analyse des Sternenhafenverkehrs hat ergeben, dass die Sprengstoffe auf Transportschiffen der Euribia Blue Mafia transportiert wurden. Die Euribia Blue Mafia ist eine berüchtigte anarchistische Organisation, und wir haben Grund zur Annahme, dass sie die NMLA insgeheim mit Waren versorgen. Die Euribia Blue Mafia nimmt die Expertin für Zerstörungssysteme, Liz Ryder, unter Schutz. Wir verdächtigen sie jedoch stark, die Spezialwaffen entwickelt zu haben, die für die Bombenanschläge auf die Sternenhäfen genutzt wurden. Da sie eine Zusammenarbeit abgelehnt haben, wurde ein Kriegszustand ausgerufen, bis sie an uns ausliefern. Die Kälte im Empire League, unsere Tochterfraktion, hat die Unterstützung von unabhängigen Piloten angefordert im Kampf gegen anarchistische Truppen, die Widerstand leisten. Anna Westhager, eine Sprecherin der Euribia Blue Mafia, sendete folgenden Notruf. Das ist eine unverschämte Invasion des Imperiums. Wir lehnen es ganz und gar ab, mit der NMLA in eine Schublade gepackt zu werden. Ich rufe unsere Unterstützer und jedermann, dem Freiheit wichtig ist, dringend dazu auf, Liz Ryder und unsere Unabhängigkeit zu verteidigen. Die Ingenieursdienstleistungen in der Demolition Unlimited Werkstatt werden noch angeboten und Liz Ryder kommuniziert in aller Sicherheit aus der Ferne. Ah, okay. Das ist ein neues Community Goal und das kennen wir ja, das System. Bei Liz Ryder waren wir ja schon, die haben wir ja freigeschaltet, schon lange her. Und ich kann mich noch gut erinnern, für die Euribia Blue Mafia. Die haben so cooles, so coole Station irgendwie dort. So war doch da was. Da waren wir doch schon öfters gewesen bei denen. Das weiß ich noch genau. Das ist ja mal nett. Was ist das dann für Community Goal? Wahrscheinlich Kampf. Wahrscheinlich sind so Konfliktzone. Dann würde ich immer stark annehmen, oder? Interessant. Also wenn ich gerade eine Bubble wäre, würde ich da mitmachen. Und zwar für die Blue Mafia. Also es war irgendwie cool, dass du dort schon bei Ingenieuren mit drin ziehe. Also, dass du jetzt irgendwie offensichtlich beteiligt sein soll. Okay, mal weiß es nicht, aber
Vielleicht hat es, wir wissen, keine Ahnung, was das nochmal für eine war. Könnte uns, das könnte man uns mal angucken, während wir zum nächsten Planet fliehen. Da steht doch immer so ein kleiner Kommentar dabei. Gucken wir mal gleich mal. Würde mich jetzt gerade mal interessieren. Jetzt sagt gar nicht, was die Angebot hat. Was hat denn die modifiziert? Irgendwas. Eine komische Sache, die meine gebraucht haben. Kann das Sinn? So. B4. Wir brauchen hier alles komplett, würde ich sagen. Gott, oh Gott, oh Gott, wir schnappen uns mal das. Boah. Schnappen wir uns das Ding mal, das ist noch ins 4 entfernt. So, warte mal, jetzt wollen wir da mal gucken. Liz Rider. Raketenminen. Ach, bei der haben wir nur Rang 3 haben wir bei der nur. Credits, Kommandant, Credits, seltene Güter, Vorräte. Das Zeug macht sich nicht von selbst. Ist eine Expertin für Zerstörungssysteme, die früher für Devastator und sonst gearbeitet hat. Sich da. Ah, okay, sich dann aber einem Verbrechersyndikat namens Blumenafia anschloss. Einige behaupten, sie hätte sich damals auf ein Verhältnis mit einem Gangmitglied und wurde deshalb gekündigt. Danach konnte sie Demolition Unlimited. Ah, okay, okay, die hat sich also dann angeschlossen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das Ding nochmal hieß. Ach, guck mal hier, einiges los. Ach du Scheiße, guck ich das mal an, das ist ja nämlich schön. Ach genau, genau, Chris in Sylvias Paradise Hideout, genau, stimmt. Ach du Herrje, Alter. Kelton Empire League? Rieber Blum, what the frick? Ah ne, ach, das ist eine andere Station, stimmt das andere, das ist so gut, vielleicht die Fleet Carrier an. Das ist halt Hammer, machen die alle gar beim Community Goal mit. Justice and Authority. What the fuck? Das ist, och nö, oder? Och nö. Das ist ja übel. Oh, wie viele Carrier sind denn das? Okay, das ist halt wirklich der Nachteil von den Dinger. Boah. Okay, es gibt halt einige Leute, die das spielen und einige Leute, die viel Geld haben. Logischerweise. Okay, also ist es Mode, in ein System im Community Goal zu fliehen und dann. Keine Ahnung, welches Leben ist das Schiff oder die Mars wahrscheinlich, weil es könne oder so. Keine Ahnung, das ist schon ein bisschen grob, ey. Da sehe ich vor lauter Fleet Carrier nichts mehr. Das ist ja der Hammer. So, machen wir noch einer. Ja, nochmal, sorry, dass es jetzt hier einfach nicht weitergeht, aber guckt euch das mal an, das kann man ja nicht einfach so. 5 terraformierbare Planete, das kann ich ja nicht ignorieren. Geht hier nicht. Was das Geld ist. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 270 oder so um den Dreh. Was mal die Dangerous Star Map anzeigt. Allein in dem System dürfte jetzt nur einiges dazukommen. Ja, kommt denn da nimmer noch mit. Warte mal. Da machen wir uns aber mal Spaß. Wir gucken einfach mal. Das ist ein Felicia Aphasia. Die ist doch auch sehr beliebt.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier? Was ist das für ein Symbol? Wieso, was ist das für ein Symbol? Weiß. Was ist das für ein Symbol? Ich habe keinen Plan. Das sollte mit irgendwas zu tun. Schiffsmarkierungen. Hab ich hier Schiff? What the hell? Ach, die Vulture steht hier. Okay, interessant. Ey, das ist ja. Alter, deine geht's so gut. Das ist jetzt bei jedem Ingenieur so. Ja, scanne mal nur das Ding hier und dann. Brauche noch ein Bild übrigens. Scannen wir mal und dann gucken wir uns noch zum Spaß irgendeinen anderen Ingenieur an. Beim Mel Brandon oder beim, wie heißt der andere, der für die Laser zuständig ist? The Dweller, bei dem ist doch auch bestimmt Chaos, oder? Bestimmt. Oh, Sol. Sol gucken wir noch, genau. Das ist interessant. Wir gucken uns noch Sol um, wie viel Carrier durchstehen. Okay. Ziemlich komischer brauner Fleck, aber das, der Dörrplanet macht sich dann doch dann gut für abschließendes Bild. Das ist doch mal nicht schlecht. Der ist ein bisschen größer. Langt das? Das Raumschiff diesmal nicht. Machen wir einfach mal so. Dann kann ich hier noch ein Bildchen machen. Wunderbar. So, und als Abschluss gucke mir, machen wir machen uns noch den Spaß. Es gibt auch eine Ingenieurin, die sitzt. Moment, die Lori Jameson. What? Ach so, gefährlich. Ach, das, die ist das, glaube ich, oder? Die in Sol hockt. Klose-Desi, was sind, ach, das ist die in Widget-Sektor. Nemo, gucken wir mal, was, ne, der ist in Colonia. Sol, ach ne, hier ist die Sol, die Pristeca, da gucken wir mal. Banner, da könnte man auch mal gucken, oh, das so geht noch. Das heißt, hier ist ein gar kein Insol. Okay. Ach, das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Das ist ja ein System immer Permit. Da kann man nicht einfach so rennen. Stimmt, das geht, glaube ich, gar nicht. Banner da, guck mal mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein Banner da, guck gleich mal, wie viel da sind. Das würde mich ernst noch interessieren. Wird. In Würth, du platzt doch das System, oder? Da hockt doch der Dweller. Wo ist denn der? Mel Brandon Dweller. Der hockt in Würth, oder? Ja. Ja, geht noch. Da ist doch bestimmt irgendwo. Das ist doch bestimmt irgendwo der Carrier von deiner verrückten Roa, oder? F0. Archangel. Valhalla. Buff Dreams. Nicht? Okay, ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwo.
Pearl, der hat doch auch so irgend so einen welchen Namen ziehen, komme ich wahrscheinlich drauf. Nee, das war ich nicht hier. Naja, egal, vielleicht habe ich noch übersehen. Das ist der Hammer, wie das bei den Systemen jetzt aussieht. Eieiei. Naja, wenn man schon lange in der Bubble war, verpasst man alles. Gut, leicht überzogen, aber egal. Würde ich sagen, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.